Heute Morgen um 5 ist sie gekommen mit ihrem Freund. Ist er noch da? Nee, nicht mehr. Er ist gleich wieder gegangen. Jetzt ist sie allein. Herr Wolters! War Glück. Der Hund musste raus und da bin ich ihrer Tochter direkt in die Arme gelaufen. Ja, war Glück. Ich habe aber die ganze Zeit aufgepasst, wie Sie gesagt haben. Und ich habe auch gleich telefoniert. Vielen Dank. Ach so. Nochmals vielen Dank. Sie können sich auf mich verlassen. Ich halte die Augen auf. Und wenn was los ist, dann rufe ich sofort an. Emmy? Emmy, mach auf, ich bin's. Warum kommt sie denn nicht? Vielleicht ist sie schon wieder weg. Oh, das hätte ich gemerkt. Ich bin doch seit heute Morgen auf den Beinen. Nee, die ist drin. Vielleicht schläft sie. Oder ist was passiert? Reden Sie doch keinen Blödsinn. Na ja, wenn sie doch da ist und nicht öffnet. Emmy, mach auf, ich bin's. Mach auf, ich weiß, du bist da. Emmy? Emmy. Warum hast du das getan? Wie konntest du nur? Weißt du, was du mir damit antust? Emmy. Warum? Warum, Emmy? Warum hast du das gemacht? Womit habe ich das verdient? Oh Gott, das ist ja furchtbar. Wie ist denn das bloß passiert? Sie war doch immer so lustig und immer fröhlich zu jedem. Jeder mochte sie. Gehen Sie weg. Rufen Sie einen Arzt, rufen Sie die Polizei. Ausgerechnet sie, wo sie kein Mensch was zu leide tun konnte. Jeder macht es immer nett, immer liebster. Thank you.
Könnte Heroin sein. Kann man das schmecken? Ja, aber würde ich dir nicht empfehlen. Dann auch damit ins Labor. So langsam brauchen Sie mich nicht mehr. Immer dasselbe. Überdosis. Der goldene Schuss. Also bloß auf damit. Was denn daran golden? Haben Sie recht, überhaupt nichts. In 4 Wochen 5 Tote. Wenn Sie nicht bald die Quelle finden, braucht man einen neuen Friedhof. Wiedersehen, Doktor. Wiedersehen. Sie hat bei mir gewohnt, bis vor einem halben Jahr. Dann war sie 18 und wollte unbedingt ihre eigene Wohnung haben. Und Ihre Frau? Ist tot, Unfall, letztes Jahr. Ist Ihnen nie aufgefallen, dass Ihre Tochter Drogen genommen hat? Daran hätte ich nicht im Traum gedacht. War nicht der Typ. Bisschen neugierig. Es muss sich jemand dazu verführt haben. Mit wem hat sie denn verkehrt? Sie hat nie darüber gesprochen, aber sie hat einen Freund, sagt Frau Marmann. Die hat ein bisschen auf sie aufgepasst. Über einen Monat war sie weg. Einfach abgehauen, ohne ein Wort zu sagen. Herr Wolters hat sich ganz schön Sorgen gemacht. Wo war sie denn? Das weiß ich. Vielleicht in Indien. Darüber haben die doch die ganze Zeit geredet. Die? Naja, die Ermi und ihr Freund. Waren die zusammen weg? Nur das glaube ich bestimmt. Zurückgebracht hat er sie jedenfalls. Wie heißt er? Erwin. Den Nachnamen weiß ich nicht. Den habe ich leider nicht rausgekriegt. Ist er älter als Sie? Nö, genauso alt. Vielleicht ein bisschen älter. Wir waren doch auf derselben Schule. Entschuldigung, darf ich dich mal was fragen? Kennst du wen? Nee, ich nicht. Er ist Erwin und geht hier zur Schule. Aber nicht in meine Klasse, den kenne ich nicht. Moment mal, seht euch mal das Bild an. Wisst ihr, wer das ist? Warum wollen Sie denn das wissen? Ich muss ihn sprechen, das ist was mit seiner Freundin passiert. Wie heißt sie denn? Irmi, ich meine Irmgard, Wolters. Und, was ist mit ihr? Sie ist tot. Tot? Das hoffe ich wohl. Er heißt Erwin, Erwin Hansen. Wo wohnt er? In der Gärtnerstraße, die Nummer weiß ich nicht. Gegenüber ist ein Gemüseladen. Dankeschön, vielen Dank. Na eben nicht. Das ist nicht das miese Zeug aus Frankfurt. Das ist erstklassiges Heroin. Und woher dann die vielen Toten? Wir kommen mit der Dosis nicht zurecht. Ist zu stark, der Stoff. Der Markt ist voll davon. Es muss doch einen Haufen Dealer geben. Danke, nein. Und bis jetzt haben wir 2 erwischt. Kleine Pusher. Der eine ist Kellner in der Tricolore. Tricolore? Gehört der Laden nicht Matuschek? Tja, Alex Matuschek steht bei uns ganz oben auf der Liste. Aber wir können ihm nichts beweisen. Ja, dabei ist er ganz dick im Geschäft. Und jeder weiß es. Nützt bloß nichts. Und der zweite? War ein Perser. Einer von Kielers Leuten. Walter Kieler. Und Alex Matuschek. Haben wir die beiden St. Pauli-Chefs zusammen? Überrascht dich das? Wer soll denn sonst sowas finanzieren? Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber Hamadan ist doch das Stammlokal der Perser. Eine Razzia hat gar keinen Sinn. Die werfen das Zeug einfach hinter die Heizung oder sonst wohin und kein Mensch kann ihnen was beweisen. Nicht bei unserer Razzia. Wir haben eine Spezialausführung. Heute noch? Wann sonst? Nächste Woche? Gut. Und wir, Kurt? Was wir? Zu Matuschek. Kommst mit? Natürlich. Alex ist ein alter Freund von mir. Was meinst du, wie der sich freut, wenn er mich sieht? Los, was wollen Sie? Was machen Sie da? Warum schießen Sie ab? Ja, dann. Dann mach schon, geh in dein Zimmer. Weißt du, wer ich bin? Der Vater von Irmi. Ich kenne sie. Vom Foto. Dann weißt du auch, warum ich hier bin.
Weißt du das nicht? Der Mist ist tot. Überrascht dich das nicht? Ich war gerade da. Die Frau hat es mir gesagt. Auch woran sie gestorben ist. Willst du das nicht wissen, dann sage ich es dir. Sarah! Sie hat sich totgespritzt. Ich krieg keine Luft. Ich krieg sie runter. Ich kann nicht atmen. Du bist schuld an ihrem Tod. Du warst es. Du hast sie dazu überredet. Von alleine hätte sie es nie getan. Nein, nein, ich nicht. Sie hat's mitgebracht. Ich weiß doch gar nicht, wo man sowas kriegt. Erzähl. Sag genau, wie es war. Aber eine Lüge und ich mach dich satt. Wirklich. Sie hat angefangen. Gleich mit Age. Wer hat euch das Zeug gegeben? Ich weiß es nicht. Du lebst mit ihr, du schläfst mit ihr. Ihr beide drückt und du weißt nicht, woher der Stoff kommt. Ich hab den Typen nur einmal gesehen. In der Eisdiele. Mit Irmi. Wie hat er ausgesehen? Wie hat er ausgesehen? So groß wie ich, nur blond und er hat gehumpelt. Gehumpelt hat er? Ja, ziemlich stark sogar. Wie heißt er? Ich hab nie mit ihm geredet, immer nur Irmi. Hat sie mal was von Humpi gesagt? Ich weiß es nicht. Oder Leo? Leo? Na, Leo? Leo oder Humpi? Ja, ich glaube schon. Von einem Leo hat sie mal gesprochen. Ja, Leo. Bitte? Herrn Matuschek. Ist nicht da. Genau, machen Sie mal auf die Socken und sagen Alex, dass Diekmann entsprechen will. Und Matowski auch. Und Herr Matowski auch. Ich hab doch schon gesagt, ja, das sagten Sie. Na los, holen Sie ihn. Sie wollen doch keinen Ärger, oder? Bitte warten Sie da. Nette Hütte, was? Als Sozialwohnung kannst du nicht meckern. Entschuldigen Sie. Ich habe gesagt, dass man mich nicht stören soll. Aber bei Ihnen ist es natürlich was anderes. Es ist lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Darf ich Ihnen was anbieten? Ehrlich gesagt, ich habe Sie nicht gerade vermisst, aber ich habe Sie schon erwartet. Ach, wirklich? Naja. Die unangenehme Geschichte mit der Tochter meines Geschäftsführers, furchtbar, Sarah. Was wollen Sie trinken? Danke. Ihr Geschäftsführer? Herr Diekmann, wollen wir es nicht so halten wie damals? Keine billigen Tricks. Darauf fallen wir doch alle nicht rein. In Ordnung. Sie wissen, woran Wolters Tochter gestorben ist. Ja, wird immer schlimmer. Bald holen sich Ihre Kunden aus dem Kindergarten. Und Sie haben keine Ahnung, woher der Stoff kommt. Ich habe 11 Lokale, die gut gehen. Hat verdammt lange gedauert, bis es soweit war. Das setze ich doch nicht aufs Spiel. Ich weiß genau, was mir blüht, wenn ich sowas nochmal anfasse. Sicherungsverwahrung. Das klingt richtig fröhlich, wie Sie das sagen. Da läuft im Augenblick ein ungeheures Geschäft mit viel Geld drin. Wer könnte das finanziert haben? Keine Ahnung, da bin ich überfragt. Kieler? Wer? Kieler, Walter Kieler, kennen Sie nicht? Doch. Doch, doch, aber nur dem Namen nach. Keine Ahnung, was der macht. Geschäftsmann wie Sie? Nicht wie ich. Ich habe Lokale. Ja, natürlich. Sie haben Lokale. Wahre Goldgruben, sage ich Ihnen.
als wenn man Geld drucken darf. Wie schön für Sie. Nicht wahr? Möchtest du einen Kaffee? Ja. Einen Kaffee? Ja, das wäre nicht schlecht jetzt. Können Sie mal eben kommen, Chef? Die Lichteffekte, ich glaube, es sieht ganz gut aus jetzt. Kontrollierst du jetzt meine Taschen? Es gefällt nicht, meine Sachen zu finden. Was willst du denn damit? Das geht dich nichts an. Was hast du vor? Ihn umbringen? Du weißt doch gar nicht, ob es wirklich Leo Koch war. Der Junge hat nur gesagt, das war jemand, der humpelt, das war alles. Mach dir dein Leben nicht kaputt, nicht für so ein Stück Dreck. Überlass ihn der Polizei. Die Polizei braucht Beweise und die hat sie nicht. Also werde ich mich um ihn kümmern. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Musste ja auch echt aussehen. Warum hast du nicht gleich deinen Revolver gezogen, mich umgelegt? Wäre ganz echt gewesen. Mach doch keinen Pass auf, in 3 Tagen ist das weg. Und was mache ich morgen? Morgen feiere ich meine Verlobung. Wahre Liebe ekelt sich vor nichts. Ich sehe mir mal einen Laden, dann ist doch nicht verboten, oder? Aber der Chef hat das nicht gern. Also hau ab, bevor der Kieler nachhilft. Ich will dir mal was sagen, Humpi. Leo. Ich heiße Leo. Oder soll ich dir erst die Fresse polieren? Ich will dir mal was sagen, Leo. Dein Herr Kieler kann mich am Arsch lecken. So? Ja, kreuzweise. Hört sich an, als wenn er seinen Hund ruft. Nicht hier wollte es. Aber ich komme drauf zurück. Ja, ich kenne ihn, Leo Koch. Ja, so ein Blonder, der hat was mit dem Bein, der humpelt. Schicken Sie mir die Akten rüber. Wiederhören. Ist prima gelaufen, Kurt. 4 auf 1 Streich. Und alle arbeiten bei Kieler. Hab schon gehört.
Leider ist kein großer Fisch drunter. Nein, aber immer wieder Kieler. Irgendwie hat der immer seine Hand im Spiel. Wie in der Oper. Figaro hier, Figaro da, überall Kieler. Zieh dich gar nicht erst aus. Kennt ihr Leo Koch? Nie gehört. Auch ein Angestellter von Kieler. Geht hin und holt ihn. Und warum? Die kleine Wolters angefixt. Hat ihr Freund ausgesagt. Ich sag ja, immer wieder Kieler. Das ist vielleicht ein Früchtchen dieser Wolters. Es hat ein Strafregister in allen Farben. Betrug, Unterschlagung, Diebstahl. Zwischendurch V-Mann für unsere Kollegen vom Einbruch. Und jetzt Geschäftsführer bei Matuschek. Verstehst du das? Matuschek ist doch nicht blöd. Warum stellt der so einen Mann ein? Sein goldenes Wiener Herz? So golden kann es gar nicht sein. Ist doch gegen alle Regel. Tut mir den Gefallen, kümmere dich erstmal um Leo Koch. Ich möchte Sie vor einer Dummheit bewahren, Wolters. Was mit Ihrer Tochter passiert ist, ist schrecklich. Aber kein Grund, Amok zu laufen. Wie kommen Sie denn auf sowas? Spielen mit offenen Karten, ich will Ihnen doch nur helfen. Ja, stimmt. Ihre Verlobte hat mich angerufen. Sie hat Angst um Sie. Können Sie das nicht verstehen? Sie will nicht, dass Sie Ihr ganzes Leben kaputt machen wollt. Das lohnt sich doch nicht. Holen Sie mal zwei Cognac, Babsi. Setzen Sie sich. Nein, danke. Ach, komm, setzen Sie sich, Wolters. Was ist denn das für ein Kerl, dieser Leo Koch? Ein kleiner Dealer, mehr nicht. Das Schwein hat Irmi umgebracht. Danke. Würden Sie uns einen Augenblick allein lassen, Babsi? Natürlich. Hier, trinken Sie mal. Jawohl, das wird immer mieser. Jetzt gehen Sie schon auf die Schulhöfe. Aber das tun nur kleine Pusher. Leo Koch ist kein kleiner Pusher. Ein ganz kleiner. Ein Schuhputzer. Ein Laufbursche. Sein Chef ist das Schwein. Kieler. Walter Kieler. Den müssen Sie aufknipsen. Aber nicht so. Es gibt einen besseren Weg, den fertig zu machen. Einen besseren und leichteren und ganz ohne Gefahr. Und wie? Sie haben doch Verbindung zur Polizei. Ich? Ich weiß es. Sie haben eine Zeit lang als V-Mann gearbeitet. Nein. Hören Sie auf. Seien Sie doch nicht blöd. Ein paar richtige Nachrichten in die richtigen Kanäle. Und Kieler ist geliefert. Und wie komme ich daran an die richtigen Nachrichten? Durch mich. Ich will nicht, dass die Polizei den ganzen Kiez umgräbt. Wenn die hier wochenlang ihren Zirkus veranstalten, kommt kein Mensch mehr in unsere Lokale. Und ich habe auch was dagegen, dass man Kinder vergiftet. Deshalb helfe ich Ihnen. Sie haben die Verbindungen, Wolters. Und ich die Nachrichten. Und die Bedingungen? Keiner darf erfahren, dass Sie von mir die Tipps kriegen, Wolters. Keiner. Ein Wort. Und es tut mir leid. Um Sie. Nummer 4. Sicher? Ja, ganz sicher. 3. Nummer 5. Welche Nummer hat er jetzt? Nummer 7. Sie können mich so oft rausschicken, wie Sie wollen. Ich erkenne ihn sofort. Kommen Sie, wir machen eben das Protokoll. Und ich fange mit Koch an. Ja? Ja, ich weiß, wo das ist. Ich habe verstanden.
Mach ich, Herr Matuschek, vielen Dank. Was ist? Nichts, was soll sein. Aber das war doch Matuschek. Natürlich war er das. Hat er deutlich seinen Namen gesagt. Und? Was und? Ruf die Polizei an. Ich rufe an, wenn ich will. Ich weiß schon, was ich mache. Wirklich? Wenn ich nicht mit Matuschek gesprochen hätte, wärst du vielleicht schon im Knast. Oder auch nicht. Entweder man tut sowas sofort oder nie. Wahrscheinlich hätte ich das gar nicht gebracht. Und deine Tochter? Sowas wird man nie wieder los. Man stinkt plötzlich. Die anderen riechen das. Quatsch. Du hast Angst. Ich mach's morgen früh. Da ist da jetzt kein Mensch mehr. Das ist ja wie eine Gebetsmühle, immer dasselbe. Ich kann nichts anderes sagen. Sie können schon, aber Sie wollen nicht. Was möchten Sie denn hören? Dass Sie die Wolters an die Nadel gebracht haben. Ich? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ich hab die bloß einmal in meinem Leben gesehen. In der Eisdiele? Ja, richtig, in der Eisdiele, stimmt. Und da haben Sie auch das Ilç gegeben. Feinster türkischer Honig. Was ist denn das? Wissen Sie, Leo, warum ich nie mehr ins Theater gehe? Ins Theater? Weil vor diesem Schreibtisch die besten Schauspieler sitzen. Einsame Spitze, wirklich klasse. Nie was von Age gehört, nie was von türkischem Honig. Aber was Heroin ist, das wissen Sie doch noch, oder? Ist mir doch scheißegal, ob Age oder türkische Früchte oder wie das Zeugs heißt. Jedenfalls habe ich ja nichts verkauft. Nein, aber gegeben, geschenkt. Bis sie an der Nadel hing. Nein. Wir haben einen Zeugen. Ach, meinen Sie vielleicht den Jungen von vorhin? Das glauben Sie doch selber nicht. Und wenn er Sie dabei beobachtet hat? Das kann er ja gar nicht. Und das hat er auch bestimmt nicht behauptet. Zeigen Sie mir doch mal seine Aussagen. Ich fresse einen Besen, wenn da sowas drinsteht. Leo, Sie sind zu schlau für diese Welt. Kurt, machst du das Protokoll? Das ist schnell gemacht. Er hat nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt. Das sind drei Affen auf einmal. Komm nicht, mein Freund, raus hier. Lassen Sie mich los, ich muss Herrn Wolter sprechen. Das kenne ich, verschwinde, sonst helfe ich nach. Was ist denn? Er ist einfach rein, ohne zu zahlen. Schon gut. Herr Wolters, ich muss Sie sprechen. Komm mit. Also, was ist los? Was ist so? Stimm mal das Ding ab! Fang schon an! Ich war heute auf der Polizei. Die haben den Mann verhaftet. Den aus der Eisdiele. Leo Koch? Ja. Ich habe gesagt, dass er irgendwie den Stoff gegeben hat. Das hat gereicht. Die haben ihn behalten. So. Hast du ausgesagt, dass du es gesehen hast? Nicht direkt. Nicht direkt. Haben sie ihn gleich nach dir laufen lassen. Keiner für 5 Minuten, er war wieder frei, aber das weißt du auch. Also warum bist du gekommen? Ich will dir sagen, warum. Du brauchst Geld. Ich weiß auch, wofür. Aber da ist bei mir nichts zu machen. Bitte, Herr Wolters. Nicht eine müde Mark. Ich gehe ins Krankenhaus. Morgen. Ich habe eine Gelbsucht. Schauen Sie, das Auge ist ganz gelb. Morgen wirklich, aber vorher brauche ich noch was. Bitte, Herr Wolters, bitte helfen Sie mir. Nicht einen Pfennig.
Aber geh auch ins Krankenhaus. Ja, morgen, danke. Hansen, ihr werdet 4 Wochen weg. Wo warst du mit Irmi? Auf dem Bauernhof bei Freunden. Wir wollten clean werden, aber Irmi hat's nicht ausgehalten. Du auch nicht. Schieb bloß ab. Du scheinst das Geld aber reichlich zu haben. War weggeworfen. Glaubst du, hilfst ihm damit? Damit kommt er über die Nacht. Morgen geht er ins Krankenhaus. Hein? Ist vielleicht naiv. Ein Schuss und er hat alles vergessen. Das ist ein armes Schwein. Und Koch, der ist wieder frei und kobert neue Kunden. Und keiner unternimmt was. Sag mal, allmählich müsst ihr mich doch kennen. Hey, was soll das? Was machen Sie denn da? Hören Sie auf damit! Und das hier? Na, wie war die Besprechung? Ach so, lala. Sie erkennen unsere Erfolge an, aber die Sache mit dem V-Mann schmeckt Ihnen nicht. Wenn ich sowas höre, da flippe ich doch gleich aus. Immer dasselbe. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, ich habe gesagt, entweder akzeptiert die Gesellschaft unsere Erfolge durch V-Männer oder sie verzichtet drauf und gibt sich mit der geringeren Aufklärungsquote zufrieden. Das hast du gesagt? Na klar, ich werde mich genieren. Hast du schön gesagt, Arnold. Ja, du fang du nicht auch noch an. Sauren Kaffee? Ich auch. Ja. Die Frage ist nicht V-Mann oder kein V-Mann, sondern wie so ein kleiner Piffer, wie wollt das an so erstklassige Informationen kommt. Ja, das ist wahr. Das habe ich mir auch schon überlegt. Könnte ein Blatt von Kieler sein, so gut sind die. Oder von seiner rechten Hand. Von Leo Koch. Über den wundere ich mich auch. Fixt in der Eisdiele den Schulmädchen an. So ein viel zu großes Risiko. Stimmt. Irgendwas steckt dahinter. Fragt sich bloß was. Also von Koch hat wohl das bestimmt nicht seine Tipps. Und warum nicht? Weil Koch schuld am Tod von seiner Tochter ist. Trotzdem kann Koch ihn benutzen, ohne dass Wolters es merkt. Wozu? Um Kieler auszuschalten. Vielleicht will er das Geschäft selbst machen. Leo Koch ist ein guter zweiter Mann. Nie ein erster. Ja, trotzdem sollten wir ihn beschatten. Das kann nicht schaden. Ich habe so das Gefühl, dass... Und Gefühlen soll man nachgeben. Mann, du gehst mir heute auf den Wecker. Warum, warum, warum? Wir haben in einem Monat mehr Verlust als in 10 Jahren. Und er fragt, warum? Ja, sowas kann passieren, das ist eben Pech. Das ist kein Pech. Jemand redet. Jemand arbeitet mit der Polizei zusammen. Ich hab dir schon oft gesagt, du bist zu leichtsinnig. Hier wissen eben immer zu viele Leute, was gerade gespielt wird. Nur meine Leute. Und für die lege ich meine Hand ins Feuer. Ja, deine Leute. Wenn die mal den Mund halten, erkennt man die ja kaum wieder. Mach, dass du aus meinem Sessel kommst. Ich will das nicht. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Schon gut. Überreden wir keinen Scheiß. Sag mir lieber, was wir jetzt tun. Gar nichts. Wir lassen die Sache einschlafen. Wie auch das Geschäft mit Berlin? Auch das.
Mann, 60 Beutel zu 100 Gramm, 750.000 Mark auf einen Schlag und völlig risikolos. Im Augenblick ist nichts risikolos. Doch, das Geschäft schon. Von der Sache wissen nur du und ich. Hör mal, wenn ich die Ware übergeben muss, dann können wir die ganze Angelegenheit vergessen. Ich tue es nicht. Die wollen nur mit dir sprechen. Bei so viel Kohle verhandeln die nicht mit irgendeinem Schnarcher. Und du? Ich kenne sie doch auch. Ja, aber ich werde beschattet. Das macht das alles noch gefährlicher. Nicht für dich. Im Gegenteil. Weißt du, wie die in Venezuela ihr Vieh durch den Orinoco treiben? Interessiert mich nicht. Die hängen halbe Schweine ins Wasser. Für die Piranhas. Das zieht sie an. Es sieht aus, als ob das Wasser kocht. Und während die fressen, treiben sie ihr Vieh durch den Fluss. Und warum erzählst du mir das? Mein Gott, weil ich das dumme Schwein bin. Wenn ich hier rausgehe, dann hängen sich die Bullen an meine Hacken. Ich halte sie in Atem und du kassierst. Was ist daran für dich so gefährlich? Mach mir nichts vor. Es ist gefährlich. Es ist leicht, ganz leicht. Der Wagen steht in der Garage unterm Hotel. Du holst den Koffer, fährst mit dem Lift hoch und kassierst auf Zimmer 703. Und wie kommt der Wagen in die Garage? Dafür sorge ich. Lass ihn hinbringen. Der Fahrer hat keine Ahnung. Nur du hast einen Schlüssel für den Kofferraum. Nicht so schnell. Alles nochmal. Von Anfang an. Kann ich Ihnen ein bisschen Gesellschaft leisten? Hau ab, du Wichser. Du bist ja gleich so böse. Ich will Ihnen doch nur die Zeit vertreiben. Und ich werde dich gleich aufmischen. Danke. Verschwinde, bevor ich aufstehe. Eben nicht, du alte Tucke. Guck dich doch an. Komm, zum Kotzen. Komm, mach eine Fliege. Wenn du hier noch mal auf den Strich gehst, nehme ich dich auseinander. Du dumme Sau. In deinen Scheißpuff will ich gar nicht mehr. Lass dich zuscheißen. Ich erzähl keine Märchen. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich da gesessen habe. Das ist doch ein Ding. Da hat man 100.000 Mark unter dem Arsch und merkt nichts davon. Aber ich weiß auch, wie das da reingekommen ist. Das waren diese Kameltreiber, ist doch klar. Die haben mir das Zeug da irgendwie reingefummelt und ich, Idiot, bring das durch den Zoll. Sie kommen aus Tepres. Ihre Firma sagt, Sie haben da Ihren Heimaturlaub verbracht. Ihre Fahrkarte ist jedoch in Villach gekauft. Wie kamen Sie nach Villach? Nichts verstehen. Sie verstehen sehr gut. Sie sind über 10 Jahre in Deutschland. Was haben Sie in Villach gemacht? Die Ware übernommen? Nichts verstehen. Von dem Heroin habe ich nichts gewusst. Mein Koffer stammt aus einer Massenproduktion. Ich bin fest davon überzeugt, dass man ihn umgetauscht hat, um mich als ahnungslosen Kurier zu missbrauchen. Mit Rauschgiftschmuggel habe ich nie etwas zu tun gehabt und ich erkläre mich auch in diesem Falle für unschuldig. Richtig so? Ja, genau so ist es. Wenn das jemand liest, sind wir beide wegen Körperverletzung dran. Der lacht sich nämlich krank. Und darum fangen wir noch mal von vorn an. Wie oft denn noch? Bis Sie mir nicht mehr Rotkäppchen und der böse Wolf erzählen. Ich komme gleich raus. Er gibt ihm Kaffee und mach weiter. Bin gleich zurück. Ja, wie läuft's? Knochenharte Jungs. Hier kannst du mangeln, so viel du willst. Da kommt nichts, aber auch gar nichts. Wie viel davon sind Kielers Leute? Keiner. Nicht mal die LKW-Fahrer. War nur für die Tour geschadet. Und die anderen? Kennen Kieler nicht mal. Ah, natürlich nicht. Herr Koch? Moment bitte. Kann ich Sie mal sprechen? Warum? Nicht hier. Können wir nicht da reingehen? Was wollen Sie denn? Kaufen. Ein halbes Gramm. Ich hab Geld. Was für ein Gramm? Age.
Beach? Was meinen Sie denn damit? Ich brauche einen Hit. Bitte. Ich habe Geld. Ich kann bezahlen. Ein halbes Gramm, bitte. Sie haben es irgendwie doch auch immer verkauft. Ach, du bist der Junge. Dich habe ich doch bei den Bullen gesehen. Die haben mich gezwungen. Einfach geholt. Ich muss das tun. Wie viel Geld bezahlen die dir denn? Nichts. Gar nicht. Ich krieg kein Geld. Hier. Das ist kein Trick. Ich brauche es wirklich. Sehen Sie. Ich will sie nie reinlegen. Aber ich halte es nicht mehr aus. Bitte, Sie müssen mir was geben. Ein halbes Gramm, bitte. Kann ich mir. Ich krepier. Ein Viertelgramm. Ein scheiß Viertelgramm. Bitte bleiben Sie. Nicht weggehen. Lass mich los. Laber mich nie wieder an. Das nächste Mal passiert was. Herr Koch, bitte warten Sie. Ich bin oft hier, wenn der Sommer so richtig heiß ist. Und die Tage so wie jetzt. Es ist wirklich prima hier. Ein Haus müsste man hier haben. Weißt du, was ein Quadratmeter hier kostet? Da muss man schon Matuschek heißen. Matuschek gibt doch nur an. In Wirklichkeit hat er mir Schulden als Haare auf dem Kopf. Und ein Palast an der Elbe, ein Reitstall in Borstel und 11 Lokale auf dem Kiez. Viel bringen die nicht ein. Du kennst doch die Ermittlungen. Die Lokale tragen sie niemals selbst. Und woher dann der Aufwand? Von was lebt er? Von der Substanz, sagt er. Das alte Lied. Eigentum macht Sorgen. Endlich mal eine Sorge, die ich nicht habe. Was machst du denn noch hier? Ich stech zu. Keine Bewegung. Ich stech wirklich zu. Ja. Nur ganz ruhig bleiben, nicht nervös werden. Ne? Ich mach keine Dummheiten, also mach du auch keine. Wenn sie sich bewegen, stech ich zu. Ich tu's. Ja, ich beweg mich nicht. Keine Angst. Ich mach alles, was du sagst. Nur ruhig bleiben, nicht nervös werden. Wo ist es? In der Innentasche, oben links. Nicht bewegen. Ich hab gesagt, wenn sie sich bewegen, stech ich zu. Ich glaub's dir ja. Aber nicht nervös werden, ganz cool. Hier oben. Holst du doch selbst raus. Machen Sie die Jacke auf. Aber langsam. Du Schwein. Hör auf, Leo. Dir werde ich's zeigen. Hör auf. Steig ein. Du sollst einsteigen. Leo, wir müssen weg. Du komm schon. Im Krankenwagen. Bleib bei ihm. Idiot, du bist doch verrückt. Warum hast du das gemacht? Der hat mein Bein festgehalten. Erzähl keine Märchen. Du hast ihn zusammengetreten. Bei dir setzt da oben was aus. Wenn der tot ist, dann gute Nacht. Ach was, der ist nicht alle. Ich hab ihn nur getreten, damit er loslässt. Hoffentlich glaubt man dir das. Scheiße, ich hab gedacht, ich hätte sie abgehängt. Auch das noch. Hast du prima hingekriegt. Fahr um die Ecke und lass mich raus. We'll be right back.
Anna 5. Anna 5. Kommen. Wollen Sie was von mir? Was habe ich denn verbrochen? Der hat mich überfallen mit dem Messer, der hat mich glatt umgebracht. Warum denn ich? Was habe ich denn gemacht? Du warst heute Morgen beim Attentat? Ja, ich habe ihm die Bücher gebracht, weißt du doch. Was hat er damit gemacht? Nur geprüft, was sonst? Nur geprüft? Worauf willst du hinaus? Was ist los? Matuschek hat die Einnahmen verändert. Ja, er hat sie höher gemacht. Weißt du, dass ich für sowas schon mal im Knast war? Du hast sie nicht höher gemacht, du hast sie niedriger gemacht. Das kommt auf selber raus. Beides ist Fälschung. Ja, nur dass diesmal dadurch keiner geschädigt wird. Warum hat er das wohl gemacht? Wegen der Steuer. Er kriegt jedes Jahr eine Prüfung an den Hals, weil ihm die niedrigen Einnahmen nicht abnehmen. Sag mal, bist du wirklich so naiv? Das glaubst du doch nicht im Ernst. Er hat's mir so erklärt und mir genügt's. Aber mir nicht. Mein Name steht drunter. Willst du dich mit ihm anlegen? Wegen so einer Lappalie? Das ist keine Lappalie. Wenn er hochgeht, gehe ich nicht mit. Ich rufe ihn an. Lass mich das lieber machen. Ich sag ihm, du willst ihn sprechen. Gut, aber bald. Mal sehen, ob er mir auch den Scheiß mit der Steuer erzählt. Ob es Ihnen nun passt oder nicht, es war Notwehr. Ein Kiefernbruch, eine gerissene Niere, drei Rippenbrüche. Schöne Notwehr. Was hätte ich denn machen sollen? Mich abstechen lassen? Nicht so laut, ja? Ach, so wahr! Wenn mir jemand nicht geholfen hätte, dann wäre ich jetzt nicht hier. Dieser jemand heißt Matuschek. Mögen Sie den Namen nicht aussprechen? Natürlich. Warum denn nicht? Ich kenne Herrn Matuschek. Das kann man wohl sagen. Sie verkehren sogar im Haus bei ihm. Sie haben sich zwar alle Mühe gegeben, das zu verschleiern, aber wir haben es trotzdem mitbekommen. Worüber reden wir hier eigentlich? Darf ich Herrn Matuschek nicht kennen? Na schön, bleiben wir bei Ihrer Notwehr. Matuschek hat Hansen niedergeschlagen und Sie haben dann auf ihm rumgetrampelt. Ich habe nur mein Bein freigemacht. Der Idiot hat ja nicht losgelassen. Die Beamten sehen das anders. Die können das ja gar nicht gesehen haben. Die sind doch erst gekommen, als alles vorbei war. Ich habe mich gewehrt. Alles andere ist gelogen. Nicht so sicher, Leo. Nicht so sicher. Na bitte, dann versuchen Sie mir das anzuhängen. Aber bis dahin darf ich ja wohl nach Hause. Ich habe einen festen Wohnsitz. Kurt? Ich lass Robby das Protokoll machen. Ich kann seine Geschichten so langsam nicht mehr hören. Kommen Sie. Von mir aus können Sie mich beschatten lassen, solange Sie wollen. Aber inzwischen kenne ich alle Ihre Nasen. Es kostet alles Geld, oder? Und was machen wir mit ihm? Was du gehört. Er hat einen festen Wohnsitz. Und einen guten Freund, den Matuschek. Richtig. Und Wolters kriegt seine Tipps von Matuschek. Oder von Leo Koch. Matoski, ist der Weber da? Ob Wolters das weiß? Ich kann ihm auf den Busch klopfen, er hat sich wieder gemeldet. Ich treffe mich heute mit ihm. Gegen die Abmachung. Nur telefonieren, habe ich gesagt. Hat doch immer geklappt. Warum müssen wir uns heute treffen? Was ist das? Geld. Ich will kein Geld. Ihr könnt es ruhig nehmen. Ich sag, ich will keins. Heute Nachmittag um 3 wird im Interhotel ein Koffer übergeben. Mit Heroin. Ganz große Sache. Kieler macht es selbst. Kieler übergibt es selbst? Zimmer 703. Käufer kommen aus Berlin mit einer 3/4 Million.
Mann, wenn das stimmt. Bis jetzt hat alles gestimmt. Natürlich, ich meine, du bist ein ungeheures Ding. Dann fehlt uns nur noch Leo Koch. Vielleicht ist er bei der Übergabe dabei. Das stimmt nicht. Er liefert sich doch nicht selbst ans Messer. Wie meinen Sie das? Ihre Informationen sind gut. Sehr gut sogar. So gut, dass Sie eigentlich nur von Leo Koch kommen können. Ich krieg sie nicht von Koch. Nein, Sie nicht, aber Ihr Chef Matuschek. Und der gibt sie dann weiter an Sie. Wie kommt ihr denn da drauf? Ausgerechnet Matuschek. Für den ist Koch doch eine miese Ratte. Dafür trifft er sich aber oft mit ihm. In dieser Woche schon dreimal. Sagen Sie bloß, das wissen Sie nicht. Koch besucht Matuschek sogar in seinem Haus. Von mir aus, was geht mich das an? Matuschek ist mein Chef, mehr nicht. Mehr nicht? Nein. Schade, hätte gut gepasst. Matuschek und Koch machen Kieler fertig, um selbst abzusahnen. Matuschek hat es nicht nötig, mit sowas Kohle zu machen. Haben Sie eine Ahnung? Der steckt bis zum Hals mit drin. Von 5 Toten gehen 3 auf sein Konto. Wir können ihn bloß noch nicht überführen. Vielleicht fällt Ihnen jetzt ein, dass Matuschek doch Ihr Informant ist. Ich dachte nur wegen Ihrer Tochter. Übrigens, der Hansen. Den kennen Sie doch, den Hansen, ne? Der liegt im Krankenhaus, im Barmbecker. Koch hat ihn zusammengetreten. Also dann? Wenn Ihnen doch noch was einfallen sollte... Mir fällt nichts ein. Schmeißen Sie trotzdem meine Nummer nicht weg. Wiedersehen. Hallo, hier ist Kieler. Ist Leo bei euch? Na, seht doch mal nach. Hier bin ich da. Mein Gott, wo bleibst denn du? Es ist doch noch längst nicht so weit. Wenn du sagst, du kommst um 12, dann sei auch um 12 Uhr da. Verstanden? Was ist denn los? Nervös oder hast du Angst? Red keinen Blödsinn. Über eine Stunde warte ich schon. Ich bin doch kein Idiot, mit dem man sowas machen kann. Ist doch kein Grund, so gereizt zu sein. Es läuft da alles prima. Der Wagen ist schon in der Garage. Stellplatz 87. Haha, ML 1733. Hier der Schlüssel für den Kofferraum. Haha, ML 1733. Gut. Am besten du nimmst die Bahn. Erzähl mir nicht, was ich machen muss. Ich pass schon auf. Bis jetzt habe ich noch jeden abgeschüttelt. Red dir doch nichts ein. Warum sollten die dich denn beschatten? Die kommen doch nie auf die Idee, dass du sowas selbst erledigst. Trotzdem, wenn die Luft nicht ganz rein ist... Wenn die Luft nicht ganz rein ist, verzichte ich lieber auf das Geschäft. Also dann bis heute Abend. Verlier das Geld nicht. Das machst du jetzt? Ich? Ich häng das halbe Schwein ins Wasser. Hast du Volt das nicht verschreckt? Na und? Ist doch sowieso aus. Wenn wir Kieler kassiert haben, kriegen wir todsicher keine Tipps mehr. Darauf gehe ich jede Wette ein. Aber Volt, das wird erst Matuschek ein bisschen auf die Finger sehen. Das glaube ich auch. Und wenn er nur so viel weiß, klingelt mein Telefon. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Er ist nämlich über den Tod seiner Tochter immer noch nicht weg. So gesehen hast du recht. Ich finde es sogar gut, dass du das gemacht hast. Danke. Die Leute vom Rauschgift-Dezernat sind da. Sehr gut.
Ich will beim Hotel im Umkreis von 5 Kilometern keine Uniform sehen. Veranlass das bitte. Mache ich gleich nach der Besprechung. Dann lass ich jetzt rein. Bitte kommen Sie rein. Guten Tag, Kollegen. Guten Tag. Ihr wisst, worum es geht. Das ist der 7. Stock des Hotels. Das ist Zimmer 703. Die Präsidentensuite hat keinen Balkon. Es grenzen an die Zimmer 705 und 701. Wir haben Verbindungstüren. Beide Zimmer sind angemietet. Ebenso schräg gegenüber Zimmer 702. Frau Schmidt, Sie haben ja Ihre Spezialaufgabe. Ja, stimmt. Ich habe die Einnahmen etwas höher angesetzt. Und Sie wissen auch, warum. Doch nicht wegen der Steuer. Quatsch. Ich habe Geld beim Wetten gemacht. Nicht ganz legal. Das muss ich irgendwie unterbringen. Aber ich habe die Abrechnungen abgezeichnet. Sie haben völlig recht. Wenn ich mir mit sowas schon mal die Finger verbrannt hätte, würde ich genauso reagieren. Ich mache es wieder rückgängig. Geben Sie mir die Bücher. Die sind nicht hier. Ich habe sie zu Hause. Ah, was machen Sie denn da? Ich hatte gestern Nacht keine Zeit abzurechnen. Wollte ich heute machen. Ist ja Ruhetag. Das habe ich nicht gern. Die Bücher gehören hierher, hier ins Büro. Ich fahre gleich los und hole sie. Gut. Und kommen Sie nachher draußen bei mir vorbei. Tut mir leid, Wolters. Ich hätte vorher mit Ihnen darüber sprechen sollen. Aber Sie verstehen das doch, oder? Natürlich. Voll und ganz. Wann können Sie bei mir sein? Um 7. Gut, ich bin da. Herr Matuschek. Ja? Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Ganz einfach, sagen Sie, was Sie wollen. Ein Bekannter von mir. Die hat er mir angeboten. Briefmarken. Wir sind ein bisschen heiß und 100 Riesenwert sein. Ich kann sie für 10 stoßen. Bei einer zweiten eine 2-Pence-Madras. Kostet allein schon 5.000. Auf der anderen Seite, Sie müssen es umdrehen. Da ist sie. Verstehe nichts davon. Man könnte sie schätzen lassen. Nichts für mich. Wenn ich sie schätzen lasse, würden Sie mir die 10 Riesen vorstrecken. Entschuldigen Sie, Wolters. Manchmal habe ich das Gefühl, Sie sind nicht ganz dicht. Briefmarken. An wen wollen Sie die denn verscheuern? Es gibt eine Menge Sammler. Sie spinnen doch. Auf der einen Seite gleich die Hosen voll und dann sowas. Das hier kann man später nicht beweisen. Lassen Sie die Finger davon. Sonst stehen Sie wieder mal auf dem Schlauch. Ja, Wolters. Wir sehen uns dann. Wer ist da?
Moment! Moment! Warum schließt du dich denn ein? Sag mir lieber, was du hier machst. Ich hab geglaubt, du bist bei deiner Mutter. Mein Zug geht erst um 6. Ich wollte doch vorher wissen, was mit Matuschek ist. Alles in Ordnung? Mhm. Alles in Ordnung. Mein Gott, wäre ich bescheuert. Wieso, was ist denn passiert? Nichts. Ich weiß ja jetzt, woran ich bin. Wir haben immer geglaubt, Kieler hat die Schweinerei mit Irmi gemacht. Hat mir Matuschek ja immer wieder eingeredet. Dabei ist er die Sau. Matuschek? Warum sollte der sowas tun? Damit ich mitmache. Er braucht mich für die Dreckarbeit. Ohne die Sache mit Irmi hätte ich Kieler doch nie ans Messer geliefert. Unmöglich. Du weißt doch, was Matuschek von Koch hält. Alles Theater. Aber jetzt spiele ich mit. Matuschek will die Bücher haben, kriegt er. Aber vorher fotokopiere ich sie. Ist doch nicht dein Ernst. Willst du dich mit ihm anlegen? Wenn bekannt wird, wie Matuschek Kieler fertig gemacht hat, steht der ganze Kiez hinter mir. Ich hab Angst. Was du davor hast, ist sehr gefährlich. Nicht, wenn ich es richtig mache. Es bleibt alles, wie es ist. Guten Tag, Herr Matuschek. Guten Abend, Herr Matuschek. Wie Sie wollen, Herr Matuschek. Und dabei mache ich die Augen auf für die Bullen. Ich sag dir, das geht nicht gut. Matuschek wird's gar nicht merken. Aber plötzlich kriegt er ein Ding erwischt, das ihn für immer umhaut. Er ist da. Im Zimmer. Ja, ist in Ordnung. Verstanden. Nichts unternehmen. Zentrale. Bleib mal dran. Augenblick, ich verbinde. Zimmerkellner für 703. Sie wollen Whisky. Eberhard, jetzt bist du dran. Geben Sie mir den Zimmerkellner. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sechsunddreißig, siebenunddreißig, achtunddreißig, neununddreißig, 40, 48, 49, 50, 51. Das stimmt doch nicht.
Das müssen doch 60 sein. Wer ist da? Der Zimmerkellner. Wir wissen. Danke, geben Sie her. Polizei, Hände hoch oder an die Wand. Aufstehen. Ich will telefonieren. Hallo, das darf ich. Nein, ich habe ein Recht dazu. Ich habe gesagt, Sie sollen die Hände oben lassen. Warum bleiben Sie ja so stehen? Lief wie geschmiert, ganz einfach. Siehst aber schnieke aus. Vielleicht solltest du einen Job wechseln. Das stimmt, würde ich da mehr verdienen. Aber was macht ihr dann ohne mich? Wo kommen Sie schon, Akila? Wie immer. Pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk. Nehmen Sie Platz. Hier. Ich muss sagen, auf Sie kann man sich verlassen. Danke. Doch, doch, habe ich immer wieder festgestellt. Bei Ihnen weiß man, woran man ist. Ich bin ziemlich misstrauisch. Aber Ihnen vertraue ich. Das können Sie auch. Schön, wenn man sowas sagen kann. Gibt's nicht oft. Können Sie mir glauben. Ich habe versucht, Sie nicht zu enttäuschen. Haben Sie auch nicht. Im Gegenteil. Aber ich hoffe. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Ich werde mir alle Mühe geben. Das verspreche ich Ihnen. Leg sie in den Safe. Was machst du denn hier? Das ist eine komische Frage. Sie wohnt hier. Ich meine, wenn sie nicht gerade bei Ihnen ist. Natürlich. Du wohnst hier? Ja, hier bei Alex. Ich verstehe nicht. Lass mich durch. Lassen Sie sie gehen, Wolters. Wir sind verlobt. Du warst verlobt. Ein tüchtiges Mädchen. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne sie mache. Sie erledigt alles, einfach alles. Prompt und schnell und gut. Falsches Luder. War doch nötig, oder? Sonst hätte ich nie erfahren, dass Sie meine Geschäftsbücher fotokopieren. Wo sind Sie? Was? Die Kopien. Es gibt keine. Ich glaube, ich habe Sie unterschätzt, Wolters. Sie haben tatsächlich die Abänderung bemerkt. Aber das nützt Ihnen gar nichts. Denn Sie werden die Kopien rausrücken. Entweder freiwillig oder... Ich habe keine. Sie wollen mich fertig machen, Sie Würstchen? Der ganze Kiez steht hinter Ihnen. Ja? Ja. Aber nur, um Ihnen in den Arsch zu treten. Ich gebe Ihnen jetzt 5 Minuten Zeit. Dann will ich was hören.
Nun, habt ihr die Kopien? In seiner Wohnung war nichts. Aber ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Was kann der schon groß damit anfangen? Wenn die Bullen davon Wind kriegen, dann zählen die eins und eins zusammen und wissen, was hier läuft. Ja. Da ist er. Nimm ihn dir vor, aber nur einschüchtern. Und halt die Bullen raus. Leo, mach ihm so lange Feuer unterm Hintern, dass er vor Angst den Mund hält. Bitte, Herr Kieler, Sie können es gleich tun. Rufen Sie einen Anwalt an. Aber es muss ein verdammt guter sein. Arnold, Telefon. Ich habe jetzt keine Zeit. Ist aber wichtig und der will nur mit dir sprechen. Matowski, ja? Moment, Moment, wer hat Ihre Wohnung demoliert? In Ordnung, wir kümmern uns um Koch, sonst noch was? Was? Matuschek hat eine Sendung gekriegt. Er wollte sie gleich weiterschieben, aber auf einem halben Kilo ist er sitzen geblieben. In seinem Haus versteckt, im Arbeitszimmer. Aber hinter den Büchern im Bücherbord und dann in einem Polster von den Sessern. Ja, aber sie müssen sich beeilen. Lange bleibt das Zeug nicht bei ihm. Da hängen doch überall Schilder. Ich hab keine gesehen. Wir haben ein bisschen angezündet. Ganz schön gebrannt. Nein, passiert ist ihm nichts, jedenfalls nicht viel. Er ist über die Hintertreppe abgehauen. Ja, keine Angst, ich hab verstanden. Wir heizen ihm nur ein, mehr nicht. Also nicht gleich finden, macht ein bisschen Theater. Ist keiner da. Das macht nichts. Tank war ja leer, muss das Gas gewesen sein. Da haben Sie aber noch mal Glück gehabt. Sie hätten jetzt tot sein können. Ja, das war ich. So, fertig. Aber Sie müssen dann mit den Behandlung. Alles klar. Sagen Sie mal, Schwester, ein Bekannter von mir liegt hier, Hansen, Erwin Hansen. Was hat er denn? Unfall, ziemlich schwerer Unfall. Da müssen Sie mal bei der Aufnahme nachfragen. Ah, ich begrüße Sie, Herr. Ja, Herr Diekmann, so oft wie Sie jetzt kommen, sollten Sie sich besser hier einquartieren. Gute Idee, aber vielleicht werden wir nicht bei Ihnen, sondern Sie bei uns wohnen. Um was geht's denn diesmal? Was wollen Sie heute wissen? Nicht wissen, suchen. Bobby, Werner und Kalle, ihr fangt oben an. Darf ich mal? Bitte. Geh mit und bleib bei Ihnen lose. Und du, Eberhard, du nimmst dir bitte den Keller vor. Moment mal. Ich möchte, dass immer einer von uns dabei ist. Oben Herr Lose, hier unten ich. Aber nicht an 10 Stellen zugleich. Wie Sie wünschen, dann dauert es eben die ganze Nacht. Ist mir egal. Na los, worauf warten wir noch? Was nehmen wir zuerst? Das ist doch völlig gleichgültig.
Sie stellen das Haus ja sowieso auf den Kopf. Na, kommen Sie mal her. Nicht sprechen. Es wird alles wieder gut. Wenn du hier rauskommst, kriegst du einen Therapieplatz, hat der Arzt gesagt. Du musst sehen. Kriegen wir alles wieder hin, wird doch gelacht. Nicht sprechen. Mach's gut, mein Junge. Werd gesund. Ich komme wieder vorbei. Wenn's geht. Glauben Sie wirklich, dass Sie hier was finden? Ich bin doch nicht verrückt. Dann kann ich doch gleich vor Michel springen. Es geht wirklich schneller, wenn Sie uns nicht bei der Arbeit stören. Wie nennen Sie das? Arbeit? Ist doch reine Schikane. Sie wissen so gut wie ich, dass ich die Hände vom Rauschgift lasse. Das wissen wir eben nicht. Es ist aber so. Ein Gramm von dem Zeug. Und ich bin geliefert. Darauf wartet man doch nur. Die sperren mich ein und werfen den Schlüssel weg. Warum beschäftigen Sie sich nicht mit irgendwas? Und lassen uns in Ruhe. Geben Sie sich keine Mühe. Ich bleibe hier. Das ist mein Recht. Natürlich. Aber tun Sie uns bitte den Gefallen, wenn es irgend geht. Halten Sie den Mund. Sie, Senor. Er sucht dich überall. Er will dich sprechen. Er wartet auf dich. Lass ihn nicht warten. Herr Matowski. Auf dem Tisch, aber vorsichtig. Nicht anfassen. Das ist doch nicht möglich. Das ist nicht mein Zeug. Ich weiß nicht, wie es dahinter kommt. So war ich hier stehe, so war ich hier sitze. Das. So ein ganz mieser Trick. Irgendjemand hat mich aufs Kreuz gelegt. Wer? Wen meinen Sie damit? Uns? Das habe ich nicht gesagt. Ich sag nur, hier hat jemand einen Kuckuck gebaut. Dann wollen wir doch mal sehen, wem das Ei gehört. Herbert soll kommen, wir brauchen seine Apotheke. Hier, das war ein Polster vom Sessel. Und was sagen Sie jetzt? Nichts, Harry.
nicht dein Wort. Das ist doch ein ganz krummes Ding. Irgend. Jemand kann ich aufs Kreuz legen und ruf meinen Anwalt an. Sag Herbert, er soll sich beeilen. Wir brauchen das Ergebnis. Sofort. Beste. Verschwinde da einfach. Hier hätte ich doch sowieso nichts mehr. Kein Job, dein Mädchen hat einen anderen und deine Tochter hat auch längst die Kurve gekratzt. Kurve gekratzt. Kurve gekratzt. Kurve gekratzt. Kratzt, 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 sind sie nicht da. Aber die Hände aufhalten, das können sie. Und sechs. Herr Matuschek hat beide Beutel angefasst. Alle Finger sind drauf. Was? Meine Finger? Kann ich die Beutel noch mal sehen? Ja, erinnern Sie sich jetzt? Ja, ich habe diese Beutel angefasst. Aber da war nicht das weiße Zeug drin. Sondern? Briefmarken. Briefmarken? Ja. Briefmarken. Sie geben wohl nie auf, was? Glauben Sie wirklich, dass Ihnen das jemand abnimmt? Nein, das nimmt mir niemand ab. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Man soll nie jemand unterschätzen. Ah, da sind wir gewöhnt. Sie kennen ja das Sprichwort, was lange währt. Was haben Sie vorhin gesagt? Herr Matuschek sagte, ein Gramm. Und ich bin geliefert. Richtig, ein Gramm. Aber das hier ist ein volles Pfund. Matuschek,